So, hallo und willkommen zurück. Hier ist Seraph von MP und wir machen auch direkt weiter. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass wir jetzt erstmal die Klinge geben, aber ich habe mich jetzt umentschieden. Ich mache erstmal was anderes, nämlich was auch sehr wichtig ist. Ja, ja, ja. Der da unten nämlich, der, bei dem wir ja trainiert haben, der kann uns ja Kampffertigkeiten beibringen. Und ich glaube, wir haben ja schon ein paar Lernpunkte und können damit uns verbessern. Ah, Scarlet, willst du noch etwas üben? Bring mir Kampffertigkeiten bei. Es ist nicht viel, aber es kann anfangen. Gut, dann sehen wir mal. Ja, Tatsache, wir können schon ein bisschen was lernen. Allerdings könnten wir mehr lernen, wenn wir... ja, da sehen wir unsere Fertigkeitspunkte und hier sehen wir die Kosten. Ich könnte jetzt entweder mich mit dem Schwert selbst verbessern. Oder ich könnte die Mondklinge verbessern. Genau, deswegen, ja, was sollte ich nehmen? Ich könnte jetzt erstmal mit dem Schwert mich verbessern. Ich überlege, ob ich nicht noch etwas warten sollte. Ach, wisst ihr, ich nehme 1, 2 Skills schon mal für das Schwert. Scarlet. 1, 2 Stück. Bring mir Kampf. 1 bis 2 nehme ich mit. So. Pling. Pling. So. Ja. Das bedeutet, ich kann jetzt mehr Kombos nutzen. Pass auf. Zack, 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 zack. Nun, auf jeden Fall kann ich jetzt mehr zuschlagen. Ich habe 2 Schläge mehr an meine Combo angehangen mit dem Skill. Und ich werde als nächstes mich mit der Mondklinge verbessern, ja. Ich überlege auch, ob ich nicht vielleicht Mondklinge und Magie nutzen werde. Also so viel Stärke, um mit der Mondklinge gut zuzuhauen und dann Magie zu nutzen. Weil das wäre ganz passend für das Spiel, so wenn ich nur die Mondklinge nutze. Hey, wie kann ich dir helfen? Hier ist die Schmiedezange. Ah, wundervoll. Und während du im Wald herumspazierst, werde ich diesen verdammten Blasebalg wieder in Schuss bringen. Den hat's nämlich auch noch erwischt. Ich bin wieder ein Schmied. Naja, wenigstens ein unterbezahlter Hufschmied in einem Bergdorf. Gut, das heißt, wir haben nochmal 3... wir haben nochmal ein paar EP bekommen. Hey, und ihm damit geholfen. Ohne die Schmiedezange könnte er auch Folgendes nicht machen. Mit der Mondklinge. Ich habe die Mondklinge gefunden, aber sie scheint beschädigt zu sein. Die Mondklinge? Also sind die Legenden wahr? Darf ich sie berühren? Das ist unglaublich. Woher hast du das Ding? Soll sie ihn ärgern? Ach nee, ich will mal nicht so sein. Es war ein Erbstück, das im Waldhaus auf mich gewartet hat. Das hört sich nicht sehr glaubhaft an. Du kanntest den alten Kerl doch kaum. Naja, wie dem auch sei. Das Ding ist beschädigt und unbenutzbar. Solange du also nicht noch weiteren Märchen hinterherjagst und hier mit dem legendären Mondstein auftauchst, wird dir das Ding nicht viel nützen. Ach, und bevor du fragst, nur die Bergwerksleute unten im Efeugraben erzählen sich Märchen vom Mondstein. Vielleicht willst du die ja mal besuchen? Gut. Auf Wiedersehen. Dann wissen wir jetzt, was wir tun müssen. Wir müssen dahin, wo wir waren. Aufmerksame Leser werden es gleich gemerkt haben. Da war nämlich, konnten wir mit dem Bergarbeiter da unten nämlich über die Mondklinge sprechen. Und genau dies, nein, nicht Mondklinge, Mondstein, sorry. Wir konnten mit ihm über den Mondstein reden. Und genau das müssen wir da unten jetzt finden. Den Mondstein. Und nebenbei können wir noch ein, zwei Aufgaben sicherlich noch lösen. Jo.
dann packen wir es an. Und diesmal warten hoffentlich keine irgendwie Typen da auf uns. Nein. Das war ja eine lustige Sache, ne? In der letzten Folge. So. Jetzt wissen wir aber, warum wir hier sind und können endlich dahin. So. Oh, hallo. Was zum Geier machst du denn hier unten? Weißt du etwas über einen sogenannten Mondstein? Vor einigen Tagen hätte ich über diese Gute-Nacht-Geschichte noch laut gelacht. Aber unsere Grabemaschine hat eine Wand durchbrochen und dahinter ist eine seltsame Kammer zum Vorschein gekommen. Vielleicht ist es das, wonach du suchst. Du kannst einfach diesen Rohren folgen, sie werden dich hinführen. Aber sieh dich vor. Oh, hallo. Oh, hallo. Weißt du etwas? Vor einigen... Aber unsere... Oh, hallo. Nein. Auf Wiedersehen. Nochmal ans Pressen war nicht nötig. So, dann nehmen wir uns auch erstmal das Kupfererz mit. Oh, oh. Ja, da haben wir einen sogenannten Fühler. Eine neue Gegnerart. Die können wir auch. Mit denen können wir übrigens noch nichts anfangen, da wir die Fähigkeit Fellabtie nicht haben. Deswegen können wir die nicht ausnehmen. Ich könnte die noch lernen oben. Aber es will mir die Punkte aufheben. Hab's beim letzten Mal auch so gemacht. Und ich hoffe, es ist nicht so laut. Sonst stelle ich es runter. Müssen wir dann im nächsten... in den Kommentaren zu diesem Part dann sagen, ob es so laut ist oder geht. Ist es so laut, dann stelle ich die Lautstärke nächste Folge runter. So. Aber jetzt sehen wir es im ganzen... Moment. Im ganzen Areal mal um. Oh, noch mehr. Komm her. Langsam. Geben allerdings, wie ihr seht, auch nicht allzu viele EP. Aber egal. Es sollte reichen. Einstweilen. So, was haben wir hier? Außer einem weiteren Gegner. So. Und Imperial Münze und Dukaten. Und eine imperiale Truhe. Was ist drin? Etwas Kupfererz und einige Dukaten. Gut, wenn das so weitergeht, sind wir bald reich. Hier ist die Karte. Auf M, typischerweise. M wie Map, ja. Und dann sehen wir uns hier um und treffen auf weitere Spüler. So. Zwei weniger. Ihr seht, die sind hier für uns not a problem. Mittlerweile. Wir können das hier ziemlich gut regeln gerade. Ja. Hier ist noch etwas Kupfererz. Nehmen wir alles mit. Weil das kann man immer gut verkaufen. So. Dann sehe ich mich mal um. Und gehe nach Norden weiter. Weil da weiß noch nichts. Und dem Seitengang hier aber auch noch nichts. Ich gehe erstmal hier lang. Ich schau mal, wo ich dann hier rauskomme. Noch ein Gegner. Ich glaube, die Leisten der Gegner bleiben... Was um... Der war noch nicht los. Bleiben vorhanden, weswegen ich später nochmal zurückkehren kann, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. So, wieder einer hin. Ah, hier war es ja. Sieht man daran, dass sie tot sind. Gut. Hier gehe ich erstmal lang. Und dann hier lang, genau.
erinnere mich. So. Ich erinnere mich nicht mal an den optimalen Weg. Deswegen muss ich ein bisschen selber nochmal schauen. Aber Kupfererz nehmen wir immer gerne mit. So. Und so. Karten aufheben. Das kennen wir ja schon. Für den Anfang ist es noch ein bisschen, ja, immer noch derselbe Ablauf für den Anfang, aber später wird das cooler. Ah gut, hier kann ich nicht raus, deswegen noch einen Blick auf die Karte werfen. Ah, da. Oder so. Ich weiß es nur gerade nicht mehr genau, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Aber egal, ich gehe erstmal hier nördlich. Genau, hier lang gehe ich erstmal. Hier war es noch nicht. Oder doch? Gehe ich mich hier um? Denn hier war es noch nicht. Das ist die Maschine wahrscheinlich. Eine imperiale Münze. Das Imperium war hier. Wir werden alle sterben. Oder so. Verschlossen. Später lernen wir auch das Schlösser knacken. Ups. So. Hier ist mal erstmal Ruhe. Mit der Mondklinge wird das auch sehr interessant, das Kämpfen. Deswegen denke ich, werde ich die Mondklinge auch als Hauptwaffe verwenden. Soweit es keine andere. Soweit es nicht anders erfordert. So. Jetzt ist. Ah, Kupfererz. Und da ist ja auch gleich Kupfererz. Ich habe das völlig übersehen gerade. Hier erst. Hey, wir sind in einer Kupfermine. Da muss es ja wohl Kupfererz geben, glaube ich. So, hier sind einige sekundäre Wege, die wir alle ablaufen können. Beim letzten Mal habe ich mich auch erstmal ordentlich umgesehen. Und ich gehe aber nochmal zurück, weil ich glaube, da vorne wird's interessant. Ich werde natürlich nicht den ganzen Part jetzt über in der Mine hier umherirren. Das wäre blöd. Wäre unnötig. Ich werde natürlich möglichst auch mal woanders lang gehen. Und was gibt's hier? Nichts. Gut. Dann, die Truhe war ja verschlossen, wenn ich mich nicht irre. Genau. Aber das habe ich noch nicht aufgemacht. Genau, die Karten waren da. Habe ich sie jetzt? Ja. Gut, dann geh ich nochmal dahin. Das war hier oben, im Norden. Aber da ist noch ein Seitengang. Den würde ich auch mir noch gerne ansehen. Der war hier irgendwo. Nee, auf der anderen Seite. Hier? Ja, hier. Gut, den will ich mir erst auch nochmal ansehen, dann geht's nach Norden. Okay, der Gang hat jetzt nicht viel Zeit gebracht. Wie gesagt, wenn euch das zu laut ist, dann schalte ich das Espressen drunter. Gut, hier war nichts, dann sehen wir uns da oben nach um. Ah, Kupfererz. Will ich es mitnehmen? So, wie kommst du am besten dahin? Da lang, gut. Jo, wie gesagt, ich kann die noch gar nicht ausnehmen, die hier. Ich habe noch nicht die entsprechende Fertigkeit.
Und ja. Was soll ich sagen? Die verschlossen, das will ich sagen. Hier, genau hier geht's auch lang. Jetzt erinnert es mich wieder. Ja, wir sind auf dem richtigen Riecher. Auf dem richtigen Weg. Genau. Ja, hier müssen wir lang. Aber was uns dahinter erwartet, das seht ihr in der nächsten Folge von Das Plevenetica. Ich muss ja auch ein bisschen den Spannungsbogen aufrechterhalten. Hehehehe. Gut, also wir sehen uns dann. Auf bald!